sehr streng gewesen. Ich habe gedacht, ich gehe ein bisschen gemütlicher unten rein, dass ich oben noch vorige Kraft habe. In der Hälfte war es einfach schon recht streng gewesen und ja, ich habe fast schon nicht mehr mega. Ja, die Strecke ist sehr hart, also man kann sich da gar nicht verstecken und das Format an sich gefällt mir eigentlich sehr gut. Es ist auch spannend für die Zuschauer. Es kann sehr viel passieren bis zum Schluss und ja, es gibt sicher spannende Rennen. Ja, die war eigentlich sehr gut. Ich war im Januar noch mit der Nationalmannschaft im Trainingslager in Gran Canaria. Dort haben wir sehr gut trainieren und auch sonst ist eigentlich alles nach Plan gelaufen. Ich war nie lange krank und sehr zuversichtlich jetzt für die Saison. Ja, allzu viel kann man nicht interpretieren in diesen Rennen, weil es sind immer noch Vorbereitungsrennen. Man weiss nicht, wie viel das jede Fahrerin vorher trainiert hat. Aber es ist sicher immer gut, wenn es Anfang der Saison schon gut läuft. Und ich hoffe, ja, meine Form wird noch etwas besser. Und dann sieht man ja, zu was das es langt. Ja, das Ziel ist sicher die WM, die in Australien ist, das Cairns. Dort bin ich letztes Jahr am Weltcup Zweite geworden. Und das ist sicher mein Hauptziel. Es ist Anfang September. Also mir macht es sehr Spass, auf der Straße ein Rennen zu fahren. Es ist halt ganz etwas anderes als der Bike-Rennen. Aber jetzt gerade 100% nur auf die Straße setzen, das will ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es kann schon sein, dass ich vielleicht einmal oder anders wieder eine Rundfahrt mache auf der Straße. Aber hauptsächlich für die Vorbereitung an die Bike-Rennen. Nein, also die UCI hat das auch recht kurzfristig beschlossen, dass es jetzt wieder einen Weltcup gibt. Und es lässt sich leider nicht mit dem Cross-Country vereinbaren und darum werde ich dort nicht fahren. Ja, das ist leider so. Und ja, die Eliminator-Weltmeisterschaft ist jetzt in China, aber der Zeitraum ist eigentlich immer noch nicht bekannt und darum denke ich, dass sie dort nicht am Start würden sein. Es ist natürlich eine sehr grosse Motivation, weil ja, wenn man bei der Schweiz vorne dabei ist, kann man international etwas erreichen. Und wir haben es zum Glück in der Schweiz auch so, dass wir nicht richtige oder schon Konkurrenten sind im Rennen selber, aber neben dem Rennen sind wir alles Kolleginnen und kommen gut miteinander aus. Das ist richtig. Also auch ich muss die WK machen oder darf die WK machen in meinem Fall. Und das sind einfach Trainingslager für Vorbereitungen für Grosswettkämpfe. Und das ermöglicht mir natürlich auch, dass ich voll auf Karte Sport setzen und trainieren kann. Ja, es ist alles von meinem Vater nachher, aber ich habe keins bekommen jetzt. Ja. Ja, es ist natürlich schon so, dass man vielleicht nicht gerade nach jeder Mahlzeit ein Dessert isst, wenn man in der Saison ist oder ja, auch nicht gerade immer Wein amass oder Bier trinkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es für mich ein grosser Verzicht ist, weil ich mache es gerne und es ist eigentlich meine Leidenschaft. Ja, ich glaube, wir haben einfach gute Luft. Nein, es ist natürlich halt auch recht bergig, also kann man gut trainieren da, aber sonst ein Geheimrezept. Ich denke, es ist halt eher so, dass eben immer ein Vorbild rum gewesen sind und dass so halt gute Nachwuchsförderung ist mit der Igerat Sporüri und darum bleiben immer ein paar gute hängen. Ja, es gibt schon schöne Türen, aber dass ich mich jetzt da gerade auf eine festlegen will, das ja, habe ich eigentlich nicht.
vielleicht lassen sie sich ein bisschen abschrecken, oder ich weiß auch nicht. Eigentlich nicht, nein. Ich glaube, die Frauen können gleich viel oder ja, gleich viel leisten wie Männer. Nein. Im Weltcup fahren wir auch die gleichen Strecken an, aber auch dort sind es halt ein bisschen weniger am Start. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt dieses Jahr viel mehr Frauen am Start werden sie und alles geben. Ja, Taktik ist schwierig. Also, man ist so oder so nachher kaputt oben. Aber es ist vielleicht schon von Vorteil, wenn man am Anfang ein bisschen langsamer startet. Und Tipps fürs Training. Ja, vielleicht auch schon steile Aufstieg rauffahren, aber sonst jetzt. Es ist eine gute Frage, aber das Datum liegt gerade zwischen den Welken und darum werde ich wahrscheinlich nicht am Start sein. Danke euch. Ich wünsche allen viel Glück und viel Spass und macht's gut.